Hallihallo und grüß euch meine Lieben. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zwar heute aus unserem Western Saloon. Ob das jetzt halt so eine gute Idee war, dass ich das Video gerade hier am Steuerrad, das werde ich noch zorn, weil die Lärmkulisse halt wirklich enorm ist. Es wird rundherum gemäht und gesägt und rumgewerkelt, also oft diese Geräusche stören das Video jetzt nicht allzu stark und wünsche euch natürlich ganz, ganz viel Spaß beim Anschauen. Die Anna und ich, wir waren ja vor kurzem beim Krämer, da haben wir euch ja beide auch mitgenommen und es gab für beide ein FMA-Video, also ein Follow-Me-Around-Video. Mein Video werde ich euch zum Schluss einfach nochmal verlinken, wer das noch nicht gesehen hat. Und natürlich auch der andere Video werde ich euch verlinken. Da tue ich auch die ganzen Links unten in die Infobox zu ihrem Kanal. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich habe mir jetzt meine Tüte da schon neben mich hingestellt und freue mich schon riesig, euch jetzt die Sachen zum Zorn. Und mehr freue mich, wenn ich das Video gedreht habe, dass ich dann die Sachen endlich hernehmen kann. Weil ich habe jetzt die letzten Tage echt keine Zeit gehabt und ich finde es immer ganz furchtbar, wenn die neuen Sachen dann in der Tüte bleiben müssen, bis ich die dann hernehmen kann. Ich würde sagen, ich quassel da jetzt auch nicht noch mehr rum. Ich zeige euch jetzt einfach mal meine Ausbeute. Als erstes haben da jetzt wieder Hagebutten mit dürfen. Ich glaube, die kommen auch wirklich in jedem Krämerhall vor. Also ich glaube, die nehme ich immer mit. Fütter die einfach total gern. Memphis und Fini mögen die auch gern. Und deswegen habe ich da einfach gleich mal einen 2,5 Kilo Sack mitgenommen. Die haben gekostet 26,90 Euro. Ich muss dazu sagen, wir waren wirklich zu einem ganz, ganz guten Zeitpunkt. Wir haben nämlich auf unseren gesamten Einkauf 10% gegeben. Da hat es jetzt eine Aktion gegeben. Und wir waren wirklich an dem letzten Tag, wo die Aktion gültig war, dort und haben uns natürlich da einiges sparen können. Als nächstes haben wir dürfen Sachen für den Stallbedarf. Und zwar habe ich da 3 neue Heunetze mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Reihenfolge ich die Videos alle online stelle, ob ihr schon so ein bisschen was wisst zu unserer ganzen Umstellung und Umstrukturierung. Wir füttern eben sehr, sehr viel jetzt aus Heunetze und deswegen muss da einfach immer was da sein. Wir haben da natürlich auch ein bisschen einen Verschleiß, gehen immer mal wieder welche kaputt, vor allem bei der Fini. Und deswegen habe ich da einfach mal 3 Stück mitgenommen. Ich tue das immer so, versuche ein bisschen zum Trennen in irgendwie männliche Farben und weibliche Farben. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auch, dass das für die Männer verständlich ist oder für meinen Opa, dass man einfach sagen kann, okay, Memphis seins, Fini ihrens. Einmal das für die Fini und zwar für den Memphis. Der Memphis hat nicht mehr so viel. Da habe ich da dieses Heunetz engmaschig. 5 auf 5 cm haben diese Maschen. Und da hat eins 9,99 Euro gekostet. Ich sagen, für die Pferde ist jetzt relativ wenig dabei. Diesmal ist für mich ein bisschen mehr dabei. Aber die Pferde haben momentan wirklich super ausgestattet. Einmal für den Memphis einen braunen Strick mit einem silbernen Karabiner von Showmaster. Der hat gekostet 6,99 Euro. Und das gleiche für die Fini in so einem Bordeaux, Pink, Lila, Rot. Keine Ahnung. Hat auch 6,99 Euro gekostet. Auch mit einem silbernen Karabiner. Also das sind eigentlich die zwei gleichen, nur andere Farben. Und zwar derjenige, wo mich auf Instagram verfolgt, der weiß, dass Memphis und Fini zwar ganz, ganz tolle und wunderschöne neue Halfter haben. Und zwar ist meine Schwester von ihrem Kanada-Aufenthalt zurückgekommen. Und zum Ende hier habe ich ihr jetzt doch noch was angeschafft, was sie beim Sattler machen lassen soll und diesmal haben es 2 Häufter geworden. Auch mit Personalisierung und Punzierungen, also wirklich richtig schön, ich bin richtig verliebt. Und für die neuen Häufter haben natürlich 2 neue Stricke einziehen dürfen, die wo einfach quasi an die Häufter hier gemacht werden. Dann geht's für mich weiter. Wir fangen klein an und arbeiten uns nach oben. Da haben 2 Paar Socken mit dürfen und zwar Wintersocken, nenne ich das jetzt einfach mal. Von Felix Bühler. Ich fand die total schön, einfach von der Farbe her und einfach nicht mit so viel Schnickschnack. Da habe ich einmal grün gewählt und dann einmal noch grau, dass es zu meinem weiteren Outfit passt, wo ich noch gekauft habe.
Das sind jetzt die Felix Bühler Merino Mix Kniestrümpfe, Holly nennen sich die. Und die haben jeweils 7,99 Euro gekostet. Als nächstes hat so ein grünes Funktionsshirt mit Dörfer. Das ist so ein bisschen meliert, glaube ich, nennt man das. Also nicht so komplett grün, sondern so mit schwarz meliert. Das hat mir total gut gefallen. Genau, Felix Bühler Sportswear ist das. Sieht man da. Vorn Reißverschluss. Und an der Seite hat es eine Belüftung. Genau, da sieht man das nochmal. Ich habe mir jetzt immer wieder mal so ein Funktionsshirt angeeignet und habe echt festgestellt, dass ich das sehr angenehm finde dann im Winter unter so einer Sweatshirtjacken oder so. Das ist einfach dann enger und schlackert nicht irgendwie so rum. Da kann man wunderbar noch Jacken und vielleicht eine Weste drüber ziehen. Verstehst du, dass ich eben gemerkt habe, dass ich das sehr angenehm finde und sehr gern anziehe, hat da ein weiteres einziehen dürfen. Ist jetzt ein Felix Bühler Performance Stretch Langarm Shirt und das hat gekostet 24,90 Euro. Dann bleiben wir einfach mal bei der Farbe grün, weil es so schön ist. Und zwar hat da noch so ein cooler Hoodie mit der Farbe von Felix Bühler Sportswear. Ja, auch in einem wunderschönen Grün. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aus so ein bisschen... ja, festern Stoff. Ich weiß nicht, ob sie mein, was ist das, pinke, lilane Sweatshirtjacken, die ist aus einem festen Stoff und ich liebe diese Sweatshirtjacken. Ich hätte am liebsten noch eine zweite, aber die gibt es glaube ich nicht mehr. Das ist echt meine absolute Lieblingsjacken und die ist eben aus diesem selben Stoff. Und da es eine Jacke nicht mehr gegeben hat in dem Stil, habe ich mich einfach für den Hoodie entschieden, weil ich das einfach mega angenehm finde. Das, ach, wie passend, das habe ich gar nicht, registriert beim Einkaufen. Das ist jetzt der Felix Bühler Performance Kapuzenpullover Lisa. Also, wenn der nicht mitmissen hat, der hat gekostet 39,90 Euro. Irgendwie kommt es mir halt gar nicht so viel vor. Es haben jetzt nur genau zwei Teile für mich. Und zwar habe ich da einmal noch eine neue Weste gekauft. Ich habe so eine ähnliche Weste auch schon in grün und die mag ich auch total gern und ich finde das immer sehr praktisch, wenn man eine Sache schon länger genutzt hat und merkt, man mag die einfach gern und zieht die gern an, findet es bequem, dann darf da meiner Meinung nach gern immer nur ein zweites Teil einziehen. In einer Farbe, die wo zu meinen ganzen bunten Sweatshirt die Hacken passt, weil das Grün einfach doch nicht immer so gut dazu passt. Das ist jetzt glaube ich so Carbon, nennt man das. Eben auch aus dieser Sportswear-Kollektion. Mit Kapuze, eben nicht zu dick und nicht zu dünn, vor allem für den Übergang und für den Herbst. Perfekt. Das ist jetzt die Felix Bühler Kapuzenreitweste Clara und hat gekostet 49,90 Euro. Dann haben wir auch schon beim letzten Teil angekommen. Dafür bin ich dann doch nochmal in der Westernabteilung hängen geblieben und habe nicht vorbeigehen können. Ich muss ja ehrlich sein, ich habe mich nicht richtig entscheiden können. Es war jetzt um diesen Hoodie. Da hat es mehrere verschiedene Variationen gegeben, also mehr Hoodies in andere Farben mit anderen Schriftzüge. Und ich fand die Schriftzüge einfach alle cool und letztendlich habe ich mich dann einfach für diesen grauen mit Howdy, Howdy, Howdy entschieden, weil ich den einfach auch richtig cool gefunden habe. Aber wie gesagt, die anderen, auch die Sprüche, haben einfach der Hammer gewesen. Ich liebe Hoodies, das habt ihr vielleicht auch schon mitgekriegt. Ich finde, Hoodies kann man einfach nie genug haben. Die kann man einfach immer und überall anziehen. Also ich bin wirklich ein Hoodie-Fan. Es ist jetzt der Stone Deek Ladies Hoodie Kamala und hat gekostet 34,90 Euro. Das war es jetzt auch schon wieder von meiner Krämer-Ausbeute. Wobei, nicht ganz. Es hat nämlich diesmal, das allererste Mal muss ich dazu sagen, eine Krämertüte mit Eizeln dürfen. Ich finde die eigentlich total praktisch, vor allem auch oft zum Müll wegfahren oder wenn man Sachen mit an Steuer nehmen möchte. Also finde ich die echt cool und deswegen haben wir gedacht, bei den 10% darf die einfach mit einziehen. Ich bin natürlich gespannt, was ihr zu meiner Krämerausbeute zum Song habt. Ihr könnt es mir natürlich auch gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr schon mal wieder beim Krämer wart, ob ihr schon bei der neuen Kollektion zugeschlagen habt und wenn ja, was ihr alles gekauft habt. Schaut auf jeden Fall auch bei der Anna im Kanal vorbei. Die hat nämlich heute auch ihren Krämer-Haul hochgeladen. Da gibt es auch
einiges zu sehen. Die hat auch wirklich richtig ordentlich zugeschlagen. Wir haben schon so zwei Krämer-Tanten, Shopping-Tanten. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch wieder dabei. Bis bald. Pfiat euch.